Er ist der Aufsteiger der Saison. Julian Nagelsmann, 29 Jahre. Erst seit Februar 2016 Cheftrainer in der Belletage des deutschen Fußballs. Er brauchte genau 15 Monate, um aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer zu formen. Mittlerweile genießt der Taktiker auch international einen hervorragenden Ruf. Da könnte ich jetzt eine Stunde lang reden, aber ich habe gleich ein BBC-Interview, von dem man nicht so viel Zeit hat. Da gibt es 1000 Elemente, die einen Trainer dazu bewegen können, eine Dreierkette zu spielen oder andersrum eine Viererkette zu spielen. Es läuft. Vom DFB als Trainer des Jahres ausgezeichnet und den übermächtigen FC Bayern bezwungen. Zum ersten Mal in der Hoffenheimer Vereinsgeschichte überhaupt. Für den Club und auch für die Mannschaft freut es mich extrem, dass wir endlich mal gegen Bayern gewinnen konnten. Ich glaube, Bayern kann es auch verschmerzen mit so vielen Punkten Vorsprung. Und heute sitzt wieder ein schon stolzer Trainer hier. Einer, dem mittlerweile alles zugetraut wird. Selbst der exklusivste aller Bundesliga-Trainerposten, der beim FC Bayern. Wie passend war doch Nagelsmann früher selbst glühender Bayern-Fan. Mein Vorbild damals war ganz zu Beginn mal Alain Sutter. Ich glaube wegen der Frisur. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube wegen der Frisur. Den habe ich irgendwann mal auf der A96 gesehen, also auf der Autobahn. Und da war ich so hin und weg, bin natürlich nicht selber gefahren, weil da war ich erst 5, aber war so hin und weg. Und da war ich kurz Alain Sutter-Fan und irgendwann, als er nicht so oft gespielt hat, oder eigentlich nie, kann ich mich erinnern, war ich dann irgendwann mehr mit Scholl-Fan. Auch heute noch gehören seine Sympathien dem Rekordmeister. Im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund saß Nagelsmann im roten Mantel auf der Tribüne. International freue ich mich, wenn sie gewinnen. Ich freue mich auch, wenn die Meister werden. Schön für Bayern. Aber ich bin jetzt ich weine jetzt nicht, wenn sie mal ein Spiel verlieren. Und ich fahre jetzt auswärts auch nicht mit übrigens, wenn die irgendwo hinfahren. Sowieso solle Nagelsmann erstmal noch in Hoffenheim bleiben, rät man ihm. Ich glaube, er sollte trotzdem erstmal Erfahrungen sammeln. Es geht häufig sehr schnell nach oben, aber dann kann man auch wieder sehr schnell fallen. Aber ich bin auch Fan von ihm, wie er die Mannschaft spielen lässt. Es macht Spaß, welche junge Spieler er integriert hat. Wahnsinn. Sich in der Bundesliga zu etablieren, auch da kann ich nur sagen, ist Hoffenheim für ihn die beste Adresse. Er hat alles richtig gemacht und er soll wirklich seine Karriere Schritt für Schritt planen und jetzt nicht sagen wir, 3 Schritte auf einmal machen. Dynamik des Geschäfts, man darf nicht vergessen, vor einem guten Jahr, also zum Jahreswechsel, war Hoffenheim Tabellenletzter. Das muss man einfach sehen, die haben 3 Trainer probiert, dann kam der Nagelsmann und in dieser Saison sind sie so hinter Bayern München mit Dortmund so die erfolgreichste Mannschaft. Ganz sicher, wenn er weiterhin den Erfolg in Hoffenheim hat, dann ist er auch ein Mann für größere Aufgaben. Ich will jetzt nicht nur immer von Bayern München oder Nationalmannschaft sprechen, aber er ist im Blickfeld großer Vereine aufgrund dessen, was er bisher geleistet hat, aber er sollte noch mindestens ein Jährchen in Hoffenheim bleiben und dann vielleicht auch die Champions League mit Hoffenheim zu genießen. Die Königsklasse des Fußballs mit dem Club aus dem beschaulichen Kraichgau. Julian Nagelsmann hat dieses Kunststück vollbracht und ist dabei trotzdem er selbst geblieben. Das Schöne an ihm ist, dass er sich kaum verändert hat. Also er ist ein absolut authentischer Typ, der hier witzig, fröhlich, gut gelaunt und auch mal laut durch die Gänge läuft. Und einer, der den Hoffenheimer Höhenflug ebenso locker nimmt wie die Gerüchte um seine Zukunft. Ich bin im ganz engen Austausch mit Ralf Hasenhüttl, Thomas Tuchel. Wir einigen uns gerade noch, wer Co-Trainer wird und wer es als Cheftrainer macht nächstes Jahr. Wenn wir uns geeinigt haben, dann werden wir den Wechsel auch schnellstmöglich verkünden.